Ahoi, ihr Landratten. Ich meine, ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Immer noch in Far Harbor. Und die Leute, die jetzt hier ein bisschen öfter reinschauen, werden wahrscheinlich schon direkt aufschreien, da ist was anders. Und ja, ich habe mal die Farbis Hood, HOD, keine Ahnung, wie man das ausspricht, geändert und zwar auf Blau. Und mein Pip-Boy ist jetzt auch ein bisschen auf Blau eingestellt. Und ich plane das auch so zu lassen, bis wir Far Harbor verlassen. Was wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern wird. Ich wäre nicht überrascht, wenn das noch 50 Parts hier so weitergeht. Und ja. Oh, da ist noch was Schönes. In der letzten Folge haben wir, was haben wir da gemacht? Wir haben den irren Onkel Ken, glaube ich, getroffen, welcher nicht so irre war. Also, Vergleich mal mit allen anderen, was wir schon gesehen haben, war der noch relativ normal. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. Ich habe offscreen ein bisschen gelevelt, ja. Ich habe die Mission hier, ich habe bei der Bruderschaft hier diese Suchtrupps die ganze Zeit gemacht. Was wir ja auch schon, glaube ich, ein oder zweimal onscreen gemacht haben. Und ja, weiß auch nicht, die hatten auch irgendwie einen Todeswunsch. Weil ich habe die, kann ich ja mal zeigen. Hier, Lernkurve. Das sind die Missionen von der Bruderschaft hier, um Daten zu sammeln irgendwo. So. Der erste war hier, weiß ich nicht, Südboston Militärkontrollpunkt. Da waren wir schon mal. Ich gehe auch immer nur zu den Dingern hin, wo wir auch schon waren. Also, bis jetzt habe ich nur Sachen bekommen, wo wir nur waren. Also. Und ja, jetzt liest man mal hier. Begleite den Glenn zu den Daten in GNN. 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 Ja. Wurde dreimal hintereinander zum gleichen Ort geschickt. Und GNN, das ist hier diese Gunner Plaza, wo diese 20.000 Millionen Gunner Soldaten sind. Und ja, jedes Mal, vor allem dahinter steht direkt Kehre zu Proctor Quinlan zurück. Das heißt, hier kann man sich schon denken, das habe ich vermasselt. Weil, keine Ahnung, beim ersten Mal bin ich da hingegangen, bin reingegangen, Typ wurde getötet. Und zweites Mal bin ich hingegangen, Typ hat es noch nicht mal rein ins Gebäude geschafft und wurde schon getötet. Und ja, das ging die ganze Zeit irgendwie so. Also ich weiß auch nicht, die sollten langsam irgendwie wissen, dass ich da nicht ohne Verluste reinkomme. Und ja, da war schon wieder dieser Bürgermeister Unterschlupf, wo wir schon mal waren. Also ja, war noch easy. Ich habe es geschafft, auf Level 70 zu kommen. Bams. Offscreen habe ich folgende Perks genommen. Und Inselbegabung zweimal. Und hey, die Sterne sind ja jetzt grün. Cool. Sieht cool aus. Okay, ja. In der letzten Aufnahme sah es nur so aus, jetzt sieht das so aus. Ich habe genommen, du erhältst jetzt zufällig fünffache Erfahrungspunkte für erfolgreich abgeschlossene Aktionen. Je niedriger deine Intelligenz, desto höher die Chance. Und dann noch der letzte, die letzte Stufe von dem Ding. Erhältst du zufällig Bonus-EP für eine Aktion, kannst du für kurze Zeit für alle getöteten Feinde fünffache EP bekommen. Also, ich erledige jemanden oder mache irgendwas anderes, bekomme Inselbegabung, dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Minute oder so, das geht noch ganz schön lange danach, ehrlich gesagt, bekomme ich dann für alle Gegner, die ich noch töte, auch fünffache Erfahrungspunkte. Also ja, das habe ich mal versucht bei der Gunner Plaza. Ich habe irgendwie den ersten Gegner getötet, habe direkt Inselbegabung bekommen, da habe ich meinen Fatman rausgeholt, habe versucht, alle auf einmal wegzuhauen, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Hat irgendwie nicht so geklappt, aber. So. Und ich habe noch, weil ich auf Level 70 noch kommen wollte, noch eine übrig. Eine Perk-Fähigkeit. Und ich habe mich auch, glaube ich, entschieden, was ich nehmen soll. Eine Fähigkeit, die ich in Fallout 3 auch schon sehr gemocht habe, zu einem bestimmten Punkt. Blutiger Tod. Bonusschaden lässt Feinde gelegentlich zu einem blutigen Masse explodieren. Vorsicht vor umherfliegenden Augäpfel. Und ja, ich glaube, da tut auch, glaube ich, den Schaden noch ein bisschen erhöhen, weil die nächsten Stufen sind jetzt, du verursachst jetzt 10% mehr Schaden im Kampf, 15, und wenn ein Gegner explodiert, können Gegner in seiner Nähe dasselbe Schicksal ein. Das würde ich gerne mal sehen. Und ja, das Ding ist nützlich, weil ich bekomme da Schaden für jede Waffe, die ich habe. Warte mal, lass mal gucken. So, der Big Boy, der tut 1,6, nein, okay, das sehen wir nicht. 65, so zum Beispiel der Best Friend ziehen. Mal gucken, ob das danach sich ändert. Ja, das Problem in Fallout 3 war, dass die Gegner dann zufällig irgendwie so richtig, die sind wirklich, wenn man die getötet hat, explodiert.
Und jetzt nicht in einzelne Teile, sondern in so winzige. Das werden wir vielleicht sowieso sehen irgendwann, aber so sehr darauf freue ich mich jetzt nicht, diese Animation ein paar Mal öfter zu sehen, aber ich brauche ein bisschen mehr Schaden, deswegen machen wir das jetzt hier. Blutiger Tod. Bams. Mit der Fähigkeit habe ich gute Erfahrungen aus Fallout 3, also kann da nichts passieren, ja. In Fallout 3 sah das noch schlimmer aus. Also, das Preview da von diesem Bild sieht jetzt, wird jetzt nicht dem Effekt irgendwie gerecht. So, Schaden 68. Geil. Das Gute ist, wenn man solche Sachen nimmt, wie hier, weiß ich nicht. Hier zum Beispiel. Die Nahkampfwaffen verursachen 20% mehr Schaden, dann sieht man das auch direkt hier. An den Waffen. Also, das ist jetzt nicht unsichtbar dazugerechnet oder so. Das sieht man dann auch direkt an den Waffen hier, den Schaden, der drauf kommt. Und ja. Da sind jetzt 3 Schaden dazu bekommen. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht 5% irgendwie sowas, keine Ahnung. Und ja. Gut, jetzt genug erklärt, weiter im Text. Ich habe natürlich den Kapitäns Hut aufgezogen und ich habe Forkix, ja, das ist doch perfekt. Ich muss mal kurz gucken. Gibt mein Helm mehr Charisma? Nein. Lass mal das. Ich hoffe, ich habe jetzt offscreen natürlich auch ein bisschen Dinges bekommen. Obwohl, halt, warte mal. Hancock wollte mit mir noch reden. Also, guck mal her. Und ich weiß nicht, ob das jetzt schon das letzte Gespräch ist, ob wir mit dem führen können. Und, weiß nicht, vielleicht kriegen wir irgendwas, was Charisma noch gibt oder so, oder niedrige Preise und so, bevor ich mein Geld hier ausgebe und so. Und ja, da will ich mal lieber gucken. So, Hancock. Ah, ich setze mich auch mal hin. Lass uns mal reden zwischen 2 Piraten. Hey, was ist los? Hey, wenn du Zeit hast, gibt es noch was, was ich dir sagen muss. Okay. Ich bin ganz ohr. Hier draußen mit dir habe ich was erkannt. Bis heute bin ich vor den guten Dingen in meinem Leben meistens weggelaufen. Ich habe meine Familie und mein Leben in Diamond City zurückgelassen. Ich wollte mit dir einfach aus Good Neighbor rauskommen. Die Flucht von mir selbst hat mich zu einem verdammten Ghoul gemacht. Aber mit dir fühlen sich die Dinge zum ersten Mal im Leben richtig an. An Weglaufen ist nicht mehr zu denken. Ich dachte, ich hätte Good Neighbor verlassen, um meinen Killerinstinkt ein bisschen zu schaffen. War ich schon sehr lange nicht mehr in Good Neighbor. Oder ein gottverdammter Zufall. Ich bin bei jemandem wie dir gelandet. Ich habe aus einer der schlimmsten Siedlungen des Commonwealth eine Zuflucht für die Verlorenen gemacht. Für mich war das was Großes, aber hier draußen mit dir habe ich erkannt, in welch kleinen Maßstäben ich gedacht habe. Und dass mein Weglaufen vor meinem Leben, vor mir selbst, vielleicht gar nicht so schlecht war. Willst du auch mich? Und wie lange dauert es, bis du irgendwann auch mich verlässt? Hey, die Dinge laufen halt so, wie sie laufen. Du musst dir keine Sorgen machen. Also, ich komme zum Punkt. Mit dir loszuziehen, das war die beste Entscheidung. Ja, das höre ich oft. Ich bin verdammter Heiliger, ich weiß. Von dem ich nicht wusste, dass er mir fehlt. Was manchmal passiert, wenn man ein Ghoul ist. Wäre ich nicht mit dir unterwegs, würden wahrscheinlich in irgendeiner Gosse Red-Kakerlaken an mir rumhalten. Du bist ein guter Freund. Umwerben? Bleib professionell. Können wir professionell bleiben? Bei diesen ganzen Emotionen wird mir unwohl. Ja, ja. Ich kotz gleich. Wir versuchen, die Freundschaft ein bisschen zurückzuschrauben. Also, ich könnte mir noch ewig anhören, wie wunderbar ich bin. Aber vielleicht sollten wir mal loslegen. Ja, das kenne ich. Könnte mir auch ewig anhören, wie wunderbar ich bin. Okay. Durch das Errechnung so. Habe ich Isodoping. Oder Isodoping. So, ich gehe jetzt aber nicht nochmal zurück nach Hause und hole mir einen anderen Charakter. Das mache ich dann in den nächsten Part. So. Fähigkeiten, meine Güte. Isodoping, Isodoping, wie auch immer. So. Isodoping, Hancock. Dank deiner Beziehung zu Hancock hältst du ab 250 Red Kitsche Treffer 20% schneller. Supi. Ja, bringt's auch voll. Das heißt, ich müsste die Hälfte meiner AP verlieren.
Und ich habe 500 HP. Oder wie? Ja, gut. Das ist doch mal scheiße. Gut. Aber vielleicht kommt ja irgendwann mal der Punkt. Gut, Hancock, du bleibst jetzt aber noch für die letzten 10 Minuten hier und wir gehen jetzt hier mal ein bisschen einkaufen. Weil ich müsste hoffentlich jetzt, ich habe jetzt die ganzen Drogen, die ich mir zusammengestellt habe, mal mitgenommen. Und mein Vorkriegsgeld und so wird ja wohl hoffentlich reichen. So. Wo ist es? Bist du überhaupt der Richtige? Hier. Raccoon Marine. Wie viel hat mein jetziger? Ja, okay, das ist jetzt der. So, 17 und 18. So, 21 und 21. Und der hat noch Strahlenresistenz. Und der hat einen Wert von... Warte mal, ich habe da was mitgenommen. Ich habe da noch was. Ich habe nämlich Folgendes mitgenommen noch. Ich weiß nicht mehr, wo ich das gefunden habe, aber ich hab's. Traumental. Du kaufst um 10% billiger ein und verkaufst um 10% teurer. Die pfeifen uns doch mal rein. Hey, Brooks. Und Hancock hat das gefallen. Muntert mich ein kleiner Handel wieder auf. Handeln wir. Na klar. Lass mal deinen Fisch weglegen, verdammt. Ich bin jetzt hier. Und ich bin der Kunde, ich bin König, so. Jetzt kostet das nur 10.000, geil. Okay, dann, ich tue die ganze Zeit immer Buff Out und Jet und Buff Out und Mentats und so zusammen mixen und dann kommen solche Sachen raus. So, und Jet habe ich 463, weil ich kann davon so viele erstellen. Ich kann immer noch hunderte davon erstellen, weil dafür braucht man Dünger und Plastik, glaube ich. Und ich weiß nicht, woher ich so viel habe, aber ich kann mir immer noch hunderte davon erstellen. Die geben zwar nicht so viele Erfahrungspunkte, wie zum Beispiel hier Buff-Jets und all sowas, aber ist auch was. So, Psycho-Jet, weg damit. Psycho-Buff, weg damit. Da haben wir schon mal 6000. Hab ich noch irgendwas, was ich verkaufen kann? Meine Ringe, nein. Ja, nur Fox-Geld, ne? Ich brauche noch 6000 und ich habe noch mehr genug. Ich hätte von dem ganzen Vorkriegsgeld mir hier Dings kaufen können. Gut, dass ich da alles gespart habe. Mein Gott, geht doch nicht so schnell, Mann. Komm. So. Haha. Ich habe immer noch Vorkriegsgeld übrig. So. Okay. Wir haben einen neuen Helm. Lass mal zeigen. Raccoon Marine. Beweglichkeit und Wahrnehmung. Was gibt mir links? Beweglichkeit und Wahrnehmung. Okay, Raccoon Marine. Zeig mal. Alles, was du brauchst. Sehr gut. Ist er jetzt? Nein, ich dachte, da oben wäre eine Taschenlampe. Haben wir irgendwo hier eine Werkbank? Schützt eure Liebsten mit den besten Waffen weit und ich brauche eine Rüstungsbank, meine ich. Kann ich mal gucken, ob ich irgendwie die noch aufballern kann. Den Helm. Obwohl, der ist ja schon stärker, aber trotzdem. Verteidigung habe ich eigentlich. So. Achso, wegen dem Ding, okay. Und dann, warum ist das schon wieder ein Leuchten? Ist die Lampe jetzt auch blau? Ja. Ist gut. So, irgendwie passiert hier nichts mehr. Kommen wir genau irgendwo hin und machen irgendwas. In irgendeinen Ort. Ich werde schon irgendwann eine Dings finden, eine Rüstungsbank oder so. Ich habe keine Zeit. Aber wenn wir schon hier sind, was habe ich denn hier für Mission? Was können wir noch machen? Also. Ich bin Captain Avery. Hilft der Seefahrerin. Ach so, ja. Ach, das sollten wir ja machen, genau. Myolog. Dingens, Kirchens, Panzers. Arcadia. Wechselige Zeiten. Sprich mit Captain Navy, sammle den Will 3, Major Panzer. Habe ich nicht schon mit der Seefahrerin geredet? Okay. Da wird mir aber nicht gezeigt, wo ich hin muss, ne? Oh, da müssen wir hin. Super. Dann gehen wir zum Schreien. Schreien, der war sicher. Nur dieses. Und dieser Friedhof, der da in der Nähe war, der war tödlich. So, das heißt, wir können auch in der nächsten Folge mal einen anderen Gefährten wieder mitnehmen. Ich würde mal sagen, wir nehmen Curie mit. In der nächsten Folge.
Dann haben wir noch Dance und dann Strong. Super. Das heißt, wenn ich wieder mit Strong durch die Gegend laufe, dann wieder ein Problem. Mein Traum wird tatsächlich mehr. So, ach ja, ich habe den Ripper hier. Also, nee, das Ding heißt nicht so, das heißt. Fallout 3 hieß das Ripper, also. Kettensägenteil. So, das dauert jetzt wieder 4 Parts, bis wir da hinkommen, ne? Und ja, das Ding ist irgendwie broken, habe ich das Gefühl. Das Ding hat den Effekt, Gegner zum Taumeln zu bringen. Chance auf Taumeln, mein Treffer. Und sieht jetzt aus, vorhin hat er noch 11 abgezogen. Und ja. Das Problem ist, das Ding greift verdammt schnell an. Also mit jedem. Und ja, das heißt, man greift öfter an. Und das wiederum bedeutet, man hat sehr viel öfter eine Wahrscheinlichkeit, den Gegner zum Taumeln zu bringen. Also so wie die Kämpfe ablaufen. Also wenn ich nur gegen eine Person kämpfe, dann kann ich die ganze Zeit Däne machen und die ist die ganze Zeit am Taumeln. Die kommt nicht zum Angreifen. Die ganze Zeit davon weggestoßen wird. Und ja, das ist schon irgendwie broken, wenn man nur gegen einen Gegner kämpft. Der Gunner Plaza hat nicht so viel gebracht, weil ich gehe auf einen Gegner los, dann sind 15 Gegner hinter denen und knallen mich ab, während ich auf den losgehe. Blöd ist nur, das Ding zieht nicht so viel ab. So, da haben wir mal einen Gegner. Da haben wir mal einen Gegner. Sollen wir mal ausprobieren. Junger Schlinger. Na, hoffentlich funktioniert das. So, komm her. Komm her. Komm Bock, da irgendwie noch näher ranzugehen. Da sind wahrscheinlich wieder 20 weitere Gegner. So. Ja, da sind wieder welche. Ja, wo seid ihr da? Da. Ich kann gar nichts machen, die taumeln die ganze Zeit. Also wenn ich auf einen Gegner nur losgehe, wenn nur ein Gegner da ist, den ich bekämpfen kann, dann ist das Ding irgendwie die ultimative Waffe. Ja, da ist die Taumelchance. Der Viech kommt nicht dazu anzugreifen, weil es die ganze Zeit am Taumeln ist. Das ist, warum wiege ich jetzt schon wieder so viel? Was war das? 98? Hä? Mit der Marine denn so viel wiegen oder was? Ja. Wie halt gut ist, ich werde nach dem Part sowieso jetzt nochmal zurückgehen und Curry holen. Und dann werde ich auch direkt gucken, ob ich den Helm aufbauen kann. Mal Kaffeedose, die gibt Aluminium. Hoffentlich gibt sie uns eine halbwegs bessere Fähigkeit. Die Fähigkeit von Hancock, die war jetzt nicht so dolle. Wenn ich mit 200 Strahlung die ganze Zeit rumlaufen werde, hallo. Wir können schon mal zu dem Ort hingehen und den erkunden. Dann gehen wir in der nächsten Folge da rein. Herr Doc, oh. Oder wir können die ja noch schnell erledigen. Und, hallo? Ich bin die ganze Zeit runtergezogen. Was so? Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Sieht gut aus für eine Siedlung hier. Einer. Das Beste, ja, herrlich. Mach mal, look, ey. Ich werde mich sowieso nicht hier horten können, wenn die Gegner wieder hier alle sind. Ich muss sie sowieso hier erledigen. Warte. Klassisch.
Okay. Sind der Gegner? Kann ich mich hier porten? Würde ich mich gerne hier kurz wegporten. Egal. Ich werde jetzt erstmal einen Schnitt machen, auch wenn hier nicht viel passiert ist. Tut mir leid, aber ja, ist mehr so Theorie passiert. Tun wir uns hier in diesen schönen, klaren Himmel hier verabschieden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.